Herren. Ramos. Oh, ja, guten Tag, Schatz. Guten Tag, Schatz. Ich muss mit dir unbedingt reden. Ja, die Studenten sind noch nie gekommen und ich habe noch Zeit, um dich zu hören. Was gibt's? Ramos, ich rede mit dir zum letzten Mal. Oh, wieso? Ich ziehe um. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Was, wieso? Ach, naja, was kann man dazu sagen? Ja, außer ich wünsche dir ein schönes Leben. Du wünschst mir ein schönes Leben, Ramos. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und du benimmst dich, als ob dir egal ist. Als ob wir nicht so geheiratet. Ich hatte es auf meinen Tisch. Sauber gemacht, ja? Entschuldigung. Du sagst 30 Jahre, oh Mensch, wie die Zeit vergeht. Komisch, ja. Ich habe gedacht, dass unsere Ehe... Ramos, wir haben uns geliebt. Ich erinnere mich nicht, dass wir aus Liebe geheiratet haben. Was willst du sagen? Du hast mich geheiratet, nur um auf der Uni zu arbeiten. Richtig. Richtig. Und dann sagst du mir so offen und ruhig ins Gesicht. Ja, natürlich. Soll ich mich vielleicht nerven, ärgern oder dir darüber lügen? Seh, ich habe dich nur geheiratet, weil du immer so gesagt hast, ich bin so allein und ich bin nur mit meinen Hunden und laber, 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 laber. Das ging mir so auf den Nerven. Du, mach das bitte nicht. Ich werde das. Nein. Du kannst mir nichts vorwerfen. Wir haben nicht das Gleiche getan. Wir haben eigentlich das Gleiche getan, sozusagen. Sehe. Nein, lass mich aussehen. Bitte. Bitte, Julia. Ich will es aussehen. Ich wollte sagen, so. Du warst alleine mit deinem Hund und mir war es Zeit, dass ich eine Uni-Karriere mache. Ja? Es ist eigentlich das Gleiche, so zu sehen, ja? Wir haben aus Nutzen geheiratet, ja? Dasselbe Ziel, aber verschiedene Mittel. Schäm dich, Ramos. Du hast dich nie um meine Studenten gekümmert. Dir war wichtig, ein Raum mit deinem Namen an der Tür zu bekommen. Du hast Titel. Du bekommst Geld. Und was ist mit Wissen, Nachdenken, Wissenschaft? Ramos, hinter dir steht nichts als deine Faulheit und deine Pferdeleidenschaft. Du hast dich mehr um deine Hengste und Stuten gekümmert, als ob du mit ihnen geheiratet warst. Und nicht mit mir. Ja, sei nicht nervös, Mensch. Ja. Eigentlich, ja, heute der Studenten sind faul. Und wenn sie faul sind, sollte ich fleißiger sein. Da gibt es keine Logik. Sie wollen nichts wissen, deshalb will ich auch nicht so viel wissen. Die Studenten haben kein Interesse für zum Beispiel die Wissenschaft. So habe ich es doch auch nicht. Und bitte, ich habe dir schon gesagt, lege die Hand woanders. Nein, ich werde das nicht tun. Ja, dann gut. Ich wollte sagen noch, dass den Studenten nur wichtig ist, dass sie dieses, wie heißt das, Studentenbüchlein zu mir bringen und ich schreibe eine Note. Tschüss, fertig, Feierabend.
Meine Faulheit adaptiert sich an die Faulheit der Studenten. Ja? Und das nennt man Intelligenz eigentlich. Und lass mich ausreden, was es zu den Pferden geht. Die sind eigentlich meine wahre Liebe. Ja? Und sie geben mir eigentlich etwas, was du mir nie gegeben hast. Das nennt man Respekt. Respekt, ja. Respekt. Du hast mich sehr enttäuscht, Romulus. Ist mir egal. Ich erkenne dich nicht. Oft frage ich mich, mit wem war ich geheiratet? Mit wem? Ja, und? Du kennst mich nicht von waren 30 Jahre verheiratet. Sei nicht komisch. Ich bin ein Mann, der Pferde liebt. Ja. Da bin ich. Pferdeliebe, ja. 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 Von jetzt an sprichst du nur mit meinem Anwalt. Mit Freude erwarte ich seinen Anruf oder Besuch. Er kann ruhig kommen. Romulus! Ah, verpiss dich, Mensch! Herein. Ich bin fertig mit der Note, die der Test geschrieben hat. Wollen Sie sie prüfen oder? Ich werde sie prüfen. Brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen auch, Kollegen. Und alles Gute in der Rente. Dankeschön, Kollegen. Selbstverständlich. Da Sie einen Test geschummelt haben, bekommen Sie alleine 4. Und jetzt die Frage. Wie... Ich habe nicht hereingesagt. Entschuldigung, Herr. Also, nicht raus und dann kommen Sie, klopfen Sie noch einmal und wenn ich Nein sage, dann kommen Sie her. Studenten, leise. Herein. Also, jetzt ist es viel besser. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Professor. Ja. Ich habe gerade eine Studentin bei mir und Sie haben vergessen, Ihre Note im System einzutragen. Nein, nach der Prüfung komme ich. Also, die Studentin hat es sehr eilig. Können Sie sich vielleicht etwas mit der Prüfung teilen? Ja, und meine Rente hat das Ding noch wartet sie. Gut, ich teile ihr dann mit, sie soll auf Sie warten. Ja, machen wir es. Dann. Also, endlich wieder die Frage. Wie kommentieren Sie? Oh, herein! Ich hoffe, dass ich die Frage noch heute stellen werde. Oh, Sie sind es. Was wollen Sie? Können Sie bitte hier die Unterschrift geben? Das kann nicht warten, weil es dringend ist! Genau. Woher wissen Sie das? Dankeschön. Also ja, gut. Raus! Sie sind langsam, langsam sind sie, die Stecken sind schneller! Scheiße. Wieder das Herz. Also, soll ich die Frage stellen oder warten, bis jemand kommt? Ah, ich wusste es, mein lieber Gott! Herr Kollege. Ja, guten Tag. Rezension gelesen und, oh, Sie sind beschäftigt. Wie Sie sehen, ja. Könnten wir das vielleicht später besprechen? Ja, ja, wir könnten es später besprechen. Schön für Sie. Auf Wiedersehen. Ich habe wieder ein Singen. Drecksbanause. In meiner Zeit, liebe Studenten, war es völlig anders. Es war fast so... Wir haben fast die Fußsohlen von den Professoren geleckt, ja? Das war Respekt! Nicht wie heutzutage dieses Humbug. Herein. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Professor Romulus.
Ja, was brauchen Sie? Wir brauchen Ihre Unterschrift. Ach, ja, die Zwillinge aus dem ersten Studium, ja. Kommen Sie, Kollegen. Kommilitionen. Unterschrift, oder? Gut. Das wär's. Bitteschön. Brauchen Sie vielleicht noch etwas? Nein, das war's. Das, ja. Schön, dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Tag. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. 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 Also wirklich, ich hatte wirklich gedacht, ich sehe dort. Mann, bin ich alt. Es ist wirklich Zeit, in die Rente zu gehen. Ich spiele noch einmal. Zum letzten Mal Komödie. Meine letzte Prüfung. Mit diesen Vollidioten, diesen Partyfanatikern, sozusagen Studenten. Das war nicht in meiner Zeit so. Da hat man nur gelernt und nur gearbeitet. Nichts weiteres. Es ist wirklich sehr spät. Und noch nicht sind die, noch ist und noch sind sie nicht gekommen! Wann werden sie endlich kommen? Sie Kommilitionen, ja? Haben Sie nicht geklopft? Kommen Sie herein. Herein, bitte. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Schönen Tag heute. Ja, ja, wunderschöner Tag heute. Haben Sie geschlafen? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Schön. Also eine Frage an alle Kommilitionen. Also, habt ihr das Buch Romulus der Große von Friedrich Dürrmann? Ja, natürlich. Ja, auf alle natürlich. Wunderbar. Ausgezeichnet. So. Eine Frage an Sie. Naja, ist nicht schlimm. Also, sagen Sie mir die Symbolik des goldenen Kranzes, also erklären Sie mir das, und wie viele Blätter waren übrig geblieben? Ja, der goldene Kranz, das ist doch einfach, ja. Das, die wollte damit symbolisieren, dass die Römer, die waren ja auch Menschen und alle Menschen mögen Gold und deshalb war ja der Kranz Gold. Also, das ja, wer hat Gold? Wer ist reich? Ja, die Reichen. Die Römer, die hatten viel Gold. Die Frauen auf sie mögen auch sehr viel Gold, so um den Hals, Ohrringe. Sie haben auch viel Gold. Also, der goldene Kranz symbolisiert die Polen. Polizei, ja, die Polizei, die nahm das Gold weg. Ja, ja, richtig. Und wie viele Blätter gibt es auf dem Kranz? Tja, lieber Professor, wie viele Blätter gibt es denn auf einem Baum? Wer kann das wissen? Schaffen Sie vielleicht mit mir? Nein. Sagen Sie mir eine Nummer. Sie? Dutzend? Mein Gott. Ist nicht wichtig. Gut. Nein.
Gut. Eine Frage an Sie. Also, ist Kultur etwas, das man retten kann? Er hat diese Frage gestellt, um zu wem? Ja, vielleicht die Römer. Oh mein Gott. Ja, ist in Ordnung, ist nicht wichtig. Ja, ich wusste das. Gut, 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 Sie wussten es. Ja, ist in Ordnung, ja. So. Eine Frage an Sie. Gut? Ja, okay. Kann die römische Kultur gerettet werden? Wenn ja, sagen Sie wie. Was ist noch heute von der römischen Kultur geblieben? Ja, es ist eine schwere Frage, Herr Professor. Aber ich kann es wirklich nicht sagen, aber vielleicht kann ich es Ihnen zeigen. Wäre das in Ordnung? Danke. Und ja, ich mach mal schnell das Licht aus. Mhm. Ja, machen Sie. Okay, Herr Professor, hier ist es. Mal schauen. Können Sie die Frage bitte wiederholen? Ja. Wie kommentieren Sie die Einstellung des Romulus zur Sprache und zu den Germanen? Ach so, danke für die Frage. Eigentlich ganz gut. Romulus dachte, dass Römer und Germanen genetisch verwandt sind und er bevorzugte die Germanen. Ja, aber er dachte auch, dass Deutsch und Chinesisch verwandt sind, also. Was soll's? Na, nächste Frage. Wer ist noch hier? Sie sind gewillt. Ja, Sie? Ja. Frage an Sie. In Ordnung? Sind Sie bereit? Ja. So. Ein Zitat. Ich zitiere mal. Dann lerne die Furcht zu besiegen. Das ist die einzige Kunst, die wir in der heutigen Zeit beherrschen müssten. Furchtlos die Dinge betrachten, furchtlos das Richtige zu tun. Also, ist es richtig? Gibt es Furcht auch in unserer Zeit? Argumentieren Sie diesen Zitat und geben Sie mir ein Beispiel. Ja, zuerst, die Kunst ist keine Art. Wie kann Kunst Art sein? Argumentieren Sie. Ja, aber ich frage Sie jetzt, wie kann Kunst Art sein? Stelle ich die Frage nur Sie fragen.
Ja, aber die Frage ist sehr schlecht. Wie bitte? Ich hab nicht gut gehört. Die Frage war sehr schlecht, Professor. Und das sagen Sie mir so frei ins Gesicht? Ja. Sie haben Mut, junger Mann. Ja, ich habe keine Furcht. Mach im Ernst, wirklich. Also noch einmal, bitte. Okay. Bitte. Dieser Zitat, ist er richtig? Ist das richtig, was der Rodinus gesagt hat? Gut, warum? Weil die Furcht keine Kunst ist. Gut, warum ist die Furcht keine Kunst? Warum ist sie Kunst? Ist richtig, richtig? Gut. Geben Sie mir ein Beispiel der Furcht heutzutage. Zum Beispiel, wenn man auf eine Prüfung kommt und das die Literatur nicht gelesen hat. Aha, das sind Sie das Beispiel, oder? Ich habe nicht gesagt. Gut, Sie haben gestanden. Noch eine Frage gibt es noch, ja? Für alle, denn Sie waren nicht so gut, ja? Also, da gibt es noch keine Frage. Gut? So. Konnte Romulus das größte römische Imperium retten? Wenn ja, wie? Ja, ich weiß. Steuererhöhung. Bei uns klappt das ja immer. Reden Sie keinen Quatsch. Ja, gut. Freihauslieferung. Sie bitte. Nein. Sicherlich mit Marx' Hilfe. In der römischen Zeit? Marx? Ja, natürlich, Herr Professor. Na, warum? Mit Hilfe seiner Freundin. Welche Freundin jetzt? Ich hatte Freundin. Freund oder Freundin? Beides. Batman. The answer is Batman. Sie haben alle bestanden. Also, damit nein. Aber wirklich. Aber bitte wirklich. Was ist die richtige Antwort? Ich bitte Sie. Also, es ist meine letzte Prüfung. Was ist die richtige Antwort? Mit Kapitalismus. Kapitalismus! Kapitalismus, ja. Naja, Kapitalismus. Kapitalismus. Großartiger Gott, ich danke dir. Damit endet meine Uni-Karriere, liebe Kommilitonen. Gott sei Dank. Und dem Herrn, Jesus Christus. Es ist jedem, auch noch halbwegs informierten Uni-Professor, sonnenklar, dass die heutige Wissenschaft nur gerettet werden kann, wenn ich ein paar Millionen springen lasse. Ich verlange auf meine grundehrliche Offerte eine anständige Antwort. Ja oder nein? Jubelfeier oder Weltuntergang? Mein lieber Herr Tycoon, haben Sie noch alle Fassungen im Schrank? Endgültige Konvergenz von Wissen, Medien und Geld ist unvermeidbar. Ihre Uni wird die Perle in meiner Konzernkrone sein. Schenken wir uns klares Wasser ein, das von keinen Sentimentalitäten getrübt ist. Hinter mir stehen Millionen, ja Milliarden von Bitcoins und hinter ihnen der pure Abgrund. Sie haben praktisch keine Wahl. So heruntergewirtschaftet wie Sie sind, brauchen Sie eine große Weltfirma an Ihrer Seite. Global Titans International. Meine liebe Rektorin,
Das Interesse der Kundschaft im Sektor des Knowledge Designs wendet sich von der Moral der Arbeit ab. Die Kunst des Primitiven wird Trumpf. Ein Gold, doch über Geschmack lässt sich sowieso nicht streiten. Hauptsache, davon profitieren. Und nach der Bologna-Reform kommt bitteschön eine Silicon Valley-Reform. Ich verwandle diese Uni zu einer Cyber-Power-Uni. Ja, zu einer Matrix-Uni. Erst Hologramm-Professoren und dann Hologramm-Studierende. Das Ziel, Lehren und Lernen im Hightech-Bereich jenseits von Gut und Böse. Selbstverständlich werden Sie mir auch einen Ehrendoktortitel in der nächsten Zeit besorgen und mich danach zum Unipräsidenten mit uneingeschränktem Mandat ernennen. Kapiert? Das goldene Kalb wird sich noch meine Rektorenkette nehmen und diese sich selbst anhängen. Was für eine verkehrte Welt. Liebe Rektorin, da kenne ich keine Flausen mehr. Entweder trinkt mein Konzept durch, oder ich starte mein Alternativprogramm. Apocalypse Now. Und dann geht die ganze Welt unter. Ja, wir müssen zwischen einem katastrophalen Kapitalismus und einer kapitalen Katastrophe wählen, aber mal hoffen, dass der Kapitalismus mit der Zeit ein menschliches Antlitz hinzugewinnt. Haben wir noch das Recht, uns zu wehren? Haben wir noch das Recht, mehr zu sein als ein Opfer? Ein Opfer der globalen Umstände. Widerstand zwecklos, leider zwecklos. Denken, dass eine Zeit kommt, wo man nicht mehr Deutsch, sondern nur noch Englisch in seinen zahlreichen Varianten spricht. Das ist schauderhaft. Ein dunkles Mittelalter. Von dieser Katastrophe wird sich die Menschheit nie mehr erholen. Es droht der Weltuntergang. Wenn ich mich gegen die Privatisierung und Hightechisierung der Uni wehre, habe ich noch irgendwo eine Rente.
Doch wozu? What will be, will be. Die Furcht zu besiegen ist die einzige Kunst, die wir in der heutigen Zeit beherrschen müssen. Furchtlos die Dinge zu betrachten, furchtlos das Richtige tun. Aber das einzig Richtige ist nun die Rente. Mit Pferdezüchten und deinem neuen Business mit Pferden. Keine unmäßige Anstrengung mehr. Die gute akademische Tradition ist schon längst ausgestorben. Ich kann nicht für deinen Schatten kämpfen. Die heutige Zeit würde meinen Heldentum als abscheulichen Elitismus und Rassismus verspotten. Also, in der Zukunft nur noch Pferde züchten. Ich möchte die bessere Zukunft nicht stören. Ich gehe in die Rente. Wir sind beide Freunde. Oh.
Wir sind im Jahr 2075. Ich bin endlich ein Rentner, ein ehemaliger Uniprofessor, glücklich geschieden, Gott sei Dank, solo, bin ohne Sorgen, Stress und ohne Pflicht, meine Haare grau zu färben, um mich von meinen Studierenden zu unterscheiden. Ich bin wieder natürlich blond und fühle mich jünger als je. Ich bin eigentlich Optimist. Aber ich möchte vor allem ein bisschen den jüngeren Generationen empfehlen, dass sie mal Bücher lesen und Chips essen, Pferdereiten zum Beispiel und vor allem, dass sie die echte Liebe leben. Eine wahre Liebe hatte ich nicht. Wie gesagt, schon geschieden. Und Gott sei Dank schätzt mich meine Ex-Frau Julia nicht mehr. Ich, Romulus, kann meine ganze Liebe im Alter von 65 Jahren nun auf meine Pferde übertragen. Es ist ein Ideal aus meiner Jugend, sozusagen ein Happy End für mich.